So wie die Titel in einer Buchhandlung in Belletristik und Sachbücher unterteilt sind, können wir auf einem Spektrum kommunizieren, das von bunten Geschichten bis zu reinen Fakten reicht. Wenn Belletristik und Sachliteratur zu uns sprechen, dienen sie unterschiedlichen Zwecken. Um diesen Unterschied zu verstehen, betrachten wir zunächst die Definition und dann ein berühmtes Beispiel einer klassischen Tragödie. Die Tragödie ist ein dramatisches Werk, in dem die Hauptfigur durch Umstände, die sich ihrer Kontrolle entziehen, zugrunde geht. Traditionell zieht die Tragödie auf eine Katharsis ab, einen Schmerz, der Freude weckt. Es war einmal ein Knabe, der dem König und der Königin von Theben geboren wurde. Der Junge hieß Ödipus. Kurz nach seiner Geburt warnte ein Prophet den König, dass der Junge heranwachsen würde, um seinen Vater zu töten und seine Mutter zu heiraten. Um diese Katastrophe zu verhindern, befahl der König einem seiner Diener, das Kind zu töten. Der Diener konnte es aber nicht und ließ das unschuldige Kind bei einem Hirten zurück. Der Hirte brachte das Kind zum König von Korinth, der es wie sein eigenes Kind aufzog. Als Ödipus herangewachsen war, verkündete ihm ein Prophet sein Schicksal. Ohne zu wissen, dass er adoptiert worden war, verließ Ödipus Korinth, um seinem Unglück zu entfliehen. Auf dem Weg nach Theben begegnete er einem alten Mann mit seinen Dienern. Die beiden gerieten in Streit und Ödipus tötete alle. Als Ödipus in Theben ankam, begegnete er der bösen Sphinx, die die Stadt bedrohte. Nachdem Ödipus das Rätsel der Sphinx gelöst hatte, tötete sie sich selbst. Zur Feier dieses Sieges wurde Ödipus zum neuen König von Theben ernannt und bekam die jetzige Königin zur Frau, da der alte König auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen war. Jahre später, als sie vier Kinder hatten, begannen Plagen, die Stadt zu zerstören. Ödipus versuchte, den Grund für das Unglück herauszufinden, als er Gerüchte hörte, dass Theben dem Untergang geweiht sei, bis der Mörder des früheren Königs bestraft wurde. Ödipus versuchte zunächst, den Schuldigen zu finden und begann dann zu begreifen, was wirklich geschehen war. Als er erkannte, dass er seinen Vater getötet und mit seiner Mutter geschlafen hatte, verblendete er sich selbst, weil er den Anblick der Kinder, die er gezeugt hatte, nicht ertragen konnte. Was denkst du über diese beiden Beispiele und wie helfen sie dir, eine Tragödie zu verstehen? Die Geschichte wirkt real und lebendig. Du kannst sie erleben, sie emotional spüren, sie mit deiner Fantasie sehen. Und weil das aufregend sein kann, wird sie in deinem Gehirn gespeichert, verändert deine Meinung und bleibt dir lange im Gedächtnis. Aber es gibt auch eine andere Seite. Geschichten sind so mächtig, dass du vielleicht anfängst zu denken, dass sie häufiger vorkommen, als sie es tatsächlich tun, und du wirst voreingenommen. Dieser Effekt ist auch als Gesetz der kleinen Zahlen bekannt, deshalb brauchen wir Fakten. Fakten sind abstrakt und langweilig. Das Lesen von Sachbüchern ist nicht spannend und bleibt deshalb nicht so leicht im Gedächtnis haften. Tatsächlich erinnern sich die meisten von uns einen Monat nach der Lektüre eines ganzen Buches nur noch an eine einzige Idee. Und weil Fakten schwach sind und mit starken Geschichten um Aufmerksamkeit konkurrieren, ändern sie kaum deine Meinung. Aber eines können sie gut. Sachbücher liefern unserem Verstand eine Theorie, eine Heuristik und einen Rahmen, der es uns erlaubt, Annahmen zu treffen und zu verallgemeinern. Lege sie auf ein Spektrum und du wirst sehen, hohes Erinnerungsvermögen gegenüber niedrigem Erinnerungsvermögen, leichtes Lesen gegenüber schwerem Lernen und subjektive Perspektive gegenüber Objektivität. Wegen ihrer polarisierenden Natur kombinieren kluge Pädagogen oft beides. Wie das Zitat schon sagt: Wenn ein Mensch stirbt, ist das eine Tragödie. Wenn eine Million sterben, ist das eine Statistik. Um die wahre Natur des Krieges besser zu verstehen, müssen wir beides betrachten.
Was denkst du? Was lernst du aus diesem Video? Vielleicht eine gute Mischung aus beiden Welten? Schreibe deine Gedanken und deine Lieblingsmethode, um komplexe Themen zu verstehen, in die Kommentare unten. Wenn du magst, wie wir komplizierte Ideen in einfachen Cartoons erklären, kannst du uns unterstützen. Besuche patreon.com/sprouts. Komm einfach vorbei und finde heraus, wie es funktioniert und was du davon hast. Wir hoffen, dich dort zu sehen. Und wenn du ein Elternteil oder Pädagoge bist, besuche unsere Website sproutschools.com. Dort findest du diese und andere Videolektionen, zusätzliche Ressourcen und Aktivitäten für den Unterricht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere unseren Kanal. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts. Weitere Informationen und zusätzliche Inhalte findest du auf sproutschools.com.